Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mal mit euch zusammen einen Blick in den My Little Box Adventskalender werfen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ist er nicht wunderschön? Also es gibt verschiedene Preise für diesen Adventskalender, je nachdem, ob du Abonnent bist und ne, dies, das, Ananas, also... Der kostet zwischen 55 bis 69 Euro. Les Extras Abonnentinnen bezahlen 55 Euro, Abonnentinnen 60 Euro. Der reguläre Preis beträgt 69 Euro, wenn man also ne, den einfach regulär kauft. Und der hat einen Wert von 322 Euro. Wir haben hier drin 14 Beauty-Produkte und 10 Accessoires. Und das passt halt auch zu der Philosophie, die My Little Box sonst auch immer hat. Und ich bin super gespannt darauf. Letztes Jahr fand ich den großartig. Da war es das erste Mal, dass die My Little Box einen rausgebracht hat, weil ich tatsächlich den Adventskalender in Kooperation zugeschickt bekommen habe. Verlose ich in diesem Video auch wieder etwas, und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Hier drauf abgebildet ist hier irgendwie... So eine, My Little Factory steht hier auch drauf, also meine kleine Fabrik, ne? Und da würde ich sagen, das ist wie so eine Art Kaufhaus, wo man halt, ja, so wunderschöne Weihnachtssachen finden wird. Schön finde ich hier einfach, dass hier auch diese Straßenlandschaft ist und es sieht so hübsch aus und so weihnachtlich und da trägt jemand einen Tannenbaum und ich kann es auch gar nicht abwarten. Das wird so schön, auch dieses Jahr, die Weihnachtszeit. Hier oben ist ein böser junger Mann oder eine böse junge Frau, man weiß es nicht. Ne? Mit schwarzen Klamotten, da möchte jemand böse sein, das ist nicht schön. Und hier haben wir dann einfach mal, ach, das ist so hübsch, Leute, es ist Wahnsinn. Gott sei Dank ist es ein Boxen-Adventskalender. Den kannst du so schön weiterverwenden. Und hier haben wir dann das Kaufhaus von innen, das ist so wunderschön, wunderschön, oder? Und jetzt möchte ich mit euch wirklich komplett mal reingucken. Also du kannst hier eine komplette Geschichte quasi, eine komplette, Geschichte finden. Die Nummer 1. Wir starten direkt mit einem Nagellack von Essie. Das finde ich großartig. Ich liebe Nagellacke. Offensichtlich sollte ich meine Nägel auch mal wieder neu machen. Bunches of Love, die Nummer 781, ist eine Full Size. Die haben wir hier drin mit 13,5 Millilitern. Ein wunderschöner, ja, roter Ton, der tatsächlich ganz klassisch rot ist, ne? Passt zu meiner Mütze. Passt zu meinem Oberteil, sehr weihnachtlich. Neben der Nummer 1 ist ein Geheimfach irgendwie, weil da steht gar keine Nummer drauf. Am Kaminfeuer Kuschelgetränk, das ist ja interessant. Öffnen, wenn du Lust auf ein wärmendes Getränk hast. Wie beschwört man ganz schnell ein vorweihnachtliches Kaminfeeling mit festlichen Jingle Bells und Merry Christmas Songs herauf? Am besten bereitest du dir eine große heiße Tasse Tee, natürlich aus biologischem Anbau, von Panda Tee zu. Die beiden Tees aus deinem Kalender sind sehr wohltuend und warten nur darauf, von dir geschlürft zu werden. Ach, wie süß. Guck mal, Leute, da haben wir einfach... So als kleines Goodie, ein Tee mit drin. Das finde ich süß. Weiter geht es mit der Nummer 2 bei unserer Weihnachtsgeschichte. Und da haben wir ein Scrunchie drin enthalten. Den müssten wir eigentlich im Laufe des Jahres auch schon mal in der My Little Box drin haben, weil der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den habe ich schon. Ich persönlich trage in letzter Zeit wirklich häufig Bommel und mache mir dann hier einfach so dann den Scrunchie drumherum, damit das Ganze irgendwie weniger zerfleddert. Deswegen für mich ein cooles Produkt. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, die sich sehr leicht anfühlt. Und hier haben wir was von der My Little Eigenmarke drin enthalten. Und zwar ist es ein Lidschattenstift. Marron glacé, also quasi ein glänzendes Brauntönchen ist das. Also kann man bestimmt auch super als Kajal verwenden, als Eyeliner und das dann entsprechend ausrauchen. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Geschichte sein. Oder für den unteren Wimpernkranz, ne, dass man da einfach nochmal so eine gewisse Vertiefung reinbringt. Das kann auf jeden Fall cool werden. Hier haben wir die Nummer 4 und hier steht ein bisschen mehr drauf. Ausstecher für frisch gebackene Plätzchen und dann hast du hier auch ein Rezept mit dabei. Das finde ich cool. Für 10 Haselnuss-Zimtküchlein. Das hört sich sehr gut an. Gut, das ist ein Klassiker, ne, dass du hier Keksausstecher so drin hast, aber ich finde das sehr, sehr süß. Das hier repräsentiert mich gerade. Ein großes Lebkuchen. Nicht Männchen, sondern Frauchen. Und da drin ist ein kleines Mr. Bauchy Baby Boy. Finde ich ehrlich gesagt ganz süß. Ja, und ich muss auch gestehen, also ich glaube so Sterne, Mond und so ein Kram haben wir alle. Aber Lebkuchen, Männchen oder so, ne?
Wie gendert man Lebkuchenmännchen? Lebkuchenmenschen? Finde ich persönlich toll. Ja, kann ich gut gebrauchen. Also am Tag von Nikolaus, dem 5. Dezember, habe ich hier eine Szene aus dem Kaufhaus, die tatsächlich auch sehr gut meinen Freund und mich repräsentieren könnte. Ihr habt meinen Freund noch nie gesehen, aber es könnte sehr gut so aussehen mit uns beiden. Das ist auch ein dunkelhaariger Mensch mit einem etwas, ja definitiv mit einem dunkleren Teint als ich. Also ich bin ja Wandfarben. Und da habe ich jetzt ein Beauty-Produkt drin enthalten von Shea, eine feste Spülung. Wir haben super häufig mal ein festes Shampoo mit drin, was meine Haare nicht so gerne mögen. Also vor allem meine Kopfhaut. Eine feste Spülung müsste ich mal ausprobieren. Das ist für trockenes Haar mit Macadamia und Orangenblüte. Hier ist ein Duftlöchlein, aber ich rieche da nicht so viel raus. Das ist dieses Produkt und auch das wird ein Full-Size-Produkt sein. Das finde ich gut. Und Macadamia-Nüsse finde ich großartig, richtig lecker. 60 Gramm sind das. Schön. Schön, schön, schön. Was hat sie mit dieser Hand heute? Ich habe keine Ahnung. Die Nummer 6 ist Nikolaus und da bin ich mal gespannt. Auch hier ist ein Beauty-Produkt drin in Full-Size von Avène. Sehr schön. Eine Gentle Toning Lotion. Das ist total super für sensible Haut. Dry and Very Dry Sensitive Skin. Hallo. 100 Milliliter sind hier drin. Ich meine, dass ich das schon mal hatte. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Mildes Gesichtswasser zur Erfrischung und Beruhigung der Haut. Ne? Also das könnte was für mich sein. Muss auf jeden Fall vorher schütteln und dann kannst du dir das mit einem Wattepad oder mit einem wiederverwendbaren Wattepad vielmehr auf dein Gesicht geben, einfach um die Haut darauf vorzubereiten. So, hey, du bist jetzt gerade frisch gereinigt, aber danach möchte ich dir gerne ein bisschen Pflege geben. Erschreck dich nicht über die ganzen wundervollen Wirkstoffe, die ich gleich auf dich draufhauen werde. Ne? Dementsprechend richtig gut. Die Nummer 7, Seif Me Tender, Peelingbeutel, der Seifen schäumen lässt. Also auf manchen Sachen steht dann hinten halt auch wirklich drauf, was drin ist. Da muss man ein bisschen gucken, wenn man den halt wirklich nachhaltig gesehen auch wieder befüllen möchte. Ne? Aber ansonsten, du hast halt einfach Botschaften drauf. Hier finde ich es auch schön, dass wir hier so ein süßes Schleifchen drum haben. Und das ist einfach so ein Seifenbeutelchen, wo du zum Beispiel deine feste Spülung reinmachen könntest. Oder halt generell eine Seife, womit du dann über deinen Körper gehen könntest. Und dann halt auch quasi den Beutel an sich als Peeling verwenden könntest. Ne? Also das ist ein schönes Produkt. What Soap? Hä? Raff ich nicht, aber es soll wohl witzig sein. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und ich hoffe, dass ich das nicht Weihnachten bin, wo ich Angst haben muss, dass mir die Geschenke um die Ohren fliegen. Hier habe ich, oh, boah, das passt doch mal 1A hier rein und oh mein Gott, wir haben hier einfach mal in der Nummer 8, die wirklich macht, dass es kracht. Ein cooles Parfum. Oh mein Gott, Christina Aguilera Cherry Noir scheint eine neue Duftnote zu sein. 15 Milliliter Eau de Parfum. Ich habe als Teenager diese Christina Aguilera Düfte so hart gefeiert, Leute. Oh mein Gott, und Kirschduft. Das ist so mein Ding. Ich muss tief in mich gehen. Ich bin aktuell Schwangerschaft, Hormone auf 180. Dementsprechend ist es bei mir ein bisschen schwierig, jetzt einen neuen Duft für mich auszuprobieren, weil da ist eh alles gerade ein bisschen durcheinander. Da muss ich mal abwarten. Oh, aber das spricht mich schon an, ne? Und die hat immer so schöne Flakons, die Christina. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Fest für deine Haare freuen. Das ayurvedische Haarpflegeerlebnis von Cardi. Cardi hatten wir jetzt öfters in den letzten Boxen von My Little Box drin enthalten. Ist vom Duft her nicht ganz so meine Welt. Aber wir haben hier ein ayurvedisches Haaröl mit drin enthalten. Vitality Grow vitalisiert und unterstützt das Haarwachstum. Das finde ich wirklich nett. Revitalizing, ne? 50 Milliliter, auch das dürfte dann eine Originalgröße sein. Also wirklich krass, was dieses Jahr in dem Adventskalender drin ist, oder? Schreibt mir das gerne jetzt, gerne auch schon in die Kommentare rein. Ich wollte gerade Haare sagen, ein Haarprodukt, wow, denken. Das hier unten ist Glas, dann haben wir hier oben einen schönen Spender. Also kann sehr, sehr geil sein. Ich finde den Duft halt nur sehr aufdringlich. Das ist nicht ganz so meine Welt, ne? Aber Wahnsinn. Tja, bestimmt wird es ebenso bombastisch in der Nummer 10 weitergehen. Partyplanner. Wiederverwendbare Trinkhalme. Geil. Hört sich jetzt schon gut an. Denn ich, ja. Oh, das sind... Das ist erstmal eine süße Tasche. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn ich Verlosungspakete für euch packe, dann mache ich das auch ganz gerne, dass ich dann so ein paar kleinere Sachen in solche Täschchen auch mit reinpacke und dann mit hineingebe. Oh, wie cool ist das denn? Ja, bei den Produkten ist halt immer schwierig für mich, einen Preis halt zu nehmen, ne? Aber ich versuche dann bei Amazon und Co. vergleichbare Artikel zu finden. Das ist nämlich von der My Little Eigenmarke oder My Little Box Eigenmarke zusammen mit einem Putzer haben wir hier zwei Metallstrohhalme. Oh, ich finde das so cool. Also ich habe jetzt auch gerade hier
Der Tee zieht jetzt zum zweiten Mal durch. Prost übrigens. Trinkt euch auch mal was. Sehr wichtig für die Haut in der kalten Jahreszeit, weil die Luftfeuchtigkeit ist sehr niedrig. Habe ich auf jeden Fall immer einen Strohhalm drin. Eben gerade, wenn ich hier sitze mit Lippenstift und so. Ne? Und finde ich genial. Richtig gut. Ja gut, es nervt ein bisschen, dass keine Zwischenebenen drin sind. Dann fällt das alles immer ein bisschen runter. Die Nummer 11. Und hier weiß ich nicht, ob die Frau ein bisschen zu viel von den Süßigkeiten genascht hat oder ob sie im selben Stadium ist, wie ich gerade bin. Aber dann könnte sie gerade nicht auf dem Rücken liegen. Genau, die gönnt sich hart. Ich sehe es wohl, ne? Hier scheint auch wieder Beauty... Boah. Also das sieht man doch einfach gerne. Weißt du, du hast so ein großes Kläppchen, so eine große Box und dann machst du es auf und hast hier dieses Duo drin von Barbour Cleansing. Das ist einmal das Hü-Öl mit 50 ml und das Phytoactive mit 30 ml. Damit kannst du deine Haut halt super toll reinigen und gleichzeitig auch noch Pflege geben. Das ist so toll und du machst da wirklich... Also ich habe das auch schon mal verwendet. Wir hatten das jetzt auch öfters mal Adventskalendern drin, weil das einfach ein tolles Duo ist, womit Barbour sich halt wirklich toll repräsentiert. Ne? Also ich finde das großartig. Das Ergebnis sichtbar, reine und zarte Haut ohne Spannungsgefühl, safe. Die Haut erscheint pointiv, rein und rosig, frisch. Ja, kann ich nur unterschreiben. Richtig, richtig, richtig gut. Halbzeit. Die Nummer 12 ist sehr leicht. Oh ja, da haben wir auch wieder ein Accessoire drin. Hier sind wir wieder mal bei Animal Print. Ist leider nicht so meine Welt. Ring, Ring, Ring. Das ist so ein Haarring. Wenn man sich jetzt so die Haare so ein bisschen aus dem Gesicht macht, mit meinen Haaren funktioniert das eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt hier so zwei Strähnen abteilen würde, ne, und die so nach hinten packen würde, dann kann ich die mit so einem Haarring halt super zusammen machen. Das sieht ganz knuffig aus und dann habe ich gleichzeitig die Haare aus dem Gesicht. Ich bin halt nur kein Fan von Animal Print, aber das ist halt eine ganz persönliche Geschichte. Aber an und für sich ist es ein sinnvolles und cooles Produkt. Die zweite Halbzeit wird mit der Nummer 13 eröffnet. Und ja... Da haben wir wieder Beauty drin enthalten. Witzig, das habe ich letztens erst leer gemacht. Ich glaube, das hatten wir dann in der My Little Box auch mal irgendwo drin enthalten. Ne? Nyx Bio, das ist ein Replenishing Nourishing Body Oil mit Haselnuss, 35 ml. Und Mr. Bauri tritt mich gerade, weil genau da, wo er mich tritt, habe ich es natürlich angewendet, am Bauch. Und also quasi am kompletten Oberkörper. Ne? Also ganz ehrlich, ich wurde auch letztens gefragt, welches Körperöl ich so für eine Schwangerschaft empfehlen kann. Jedes, wirklich, weil, also jedes, was jetzt nicht super stark parfümiert ist, mir hat bislang alles ganz gut gefallen. Selbst Gesichtsöle haben gut funktioniert und toi, 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 ich glaube auf Holz, ne? Aber ja, sehr, sehr cool. Das hat mir echt gut gefallen, auch vom Duft her, deswegen feiere ich das gerade sehr. Puder und Farben, Pinsel für Lidschatten, in der Nummer 14. Also offensichtlich habe ich ja einen Lidschattenpinsel von My Little Beauty drin enthalten. Und ja, das ist so ein Smudger-Pinsel, ne? Die kennt man ja auch so, auch von der My Little Eigenmarke. Und damit kannst du sowohl Lidschatten auftragen, als auch Schimmer-Lidschatten, als auch, wenn man ganz verrückt ist, du kannst dir damit sogar eine Cut-Crease ziehen, wenn du es halt sehr grob machst. Sieht sehr, sehr ansprechend aus, wird auf jeden Fall behalten. Deswegen, warum habe ich den Schuber noch drum? Keine Ahnung, finde ich cool. Die Nummer 15, und da ist eine Lady dabei, die Geschenkpakete anzumalen, auch sehr süß. Das ist ein bisschen schwerer. Hier haben wir auch wieder Beauty von I plus M AHA BHA Serum drin. Wow, 8% AHA und 3% BHA ist ganz schön hoch, ne? Auf jeden Fall, was das BHA angeht. 25 ml sind hier drin enthalten. Ich habe euch hier auch ein Video gedreht, ne? Also welches Peeling ist gut für mich und so. Also so ein Serum bitte nicht von Anfang an direkt auf die Haut knallen. Also tut euch da einfach einen Gefallen, gewöhnt eure Haut vorsichtig daran. Gerade wenn das ja auch so ein recht hochdosiertes Produkt ist und so, ne? Immer vorsichtig sein. Und ja, ne? Das ganz, ganz ein bis zweimal pro Woche steht hier auch tatsächlich drauf. Also macht euch nicht morgens, mittags, abends gefühlt das Serum drauf. Und ja, ist aber ganz schön. AHA ist so ein bisschen dieses Anti-Aging-Gedönsen. BHA ist eher sowas für die Klärung der Haut. Und hört sich auf jeden Fall sehr positiv an. Ich persönlich bevorzuge es tatsächlich eher mittlerweile, dass ich sage, Mensch, wenn ich Säure auf meine Haut gebe, was ich in der Schwangerschaft und Stillzeit halt nicht darf, dann nehme ich halt die Säure, die ich gerade auch benötige und nicht random alles durcheinander. Einfach um die Haut, die bei mir sehr, sehr sensibel ist, nicht zu überstrapazieren. So. Hui, die Nummer 16 ist riesig, schwer und wirklich perfekt befüllt. Hier habe ich von Terre de Mars ein Shampoo drin enthalten. Eine Spülung hatten wir schon, jetzt haben wir ein Shampoo. Die Nummer 019, 150 ml.
kriegst du so nichts durch. Ne? Ich meine, dass ich dazu schon mal eine Review von einer Kollegin gehört habe, die das jetzt nicht so gut fand, weil es etwas austrocknend sein soll. Ich selber habe es noch nicht angewendet, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Verpackung zu unsexy finde. Die ist mir nicht bunt genug. Es sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Ja, genau. Deswegen kann ich euch da leider so nichts drüber sagen. Also der Adventskalender macht Spaß. Ich bin jetzt eine Woche vor Heiligabend bei der Nummer 17. Shapeshifter Deluxe. Der Peeling-Schwamm mit weichem Kern. Oh, das ist... Das ist ein Cognac-Schwamm, wahrscheinlich von dem Cognac-Baum aus der Cognac-Pflanzenwurzel. Riecht soweit nach nichts, ist grün. Und den musst du halt im Vorfeld irgendwie so ein bisschen halt in Wasser einlegen, so 5 Minuten. Ne? Packst einfach in eine Schale mit warmem Wasser und dann wird der halt super weich. Den kannst du für den Körper verwenden, den kannst du fürs Gesicht verwenden. Bei sehr sensibler Haut, ich habe das eine Zeit lang für meine Gesichtshaut mal versucht zu verwenden, nicht gut, also bei mir halt zu reizend in dem Sinne, da ist die Oberfläche zu hart, aber ich denke, bei normaler oder öliger Haut wäre das super. So, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, hier habe ich jetzt die Nummer 18 am Start und da haben wir auch wieder Beauty drin enthalten. Oh, Caudalie mag ich auch gerne, Vinergetic C+, Brightening Eye Cream. Ja, Augencreme ist immer super, Leute. Anti-Dark Circles, Hydrates mit Koffein, also Koffein, Niacinamiden, die wir lieben, Olive und Squalan. Und Squalan ist ja dieses super feuchtigkeitsspendende Gedöns. Und Koffein ist halt zur Belebung der Haut. Niacine machen die Hautberuhigung. Oh, das hört sich super an. Olivenöl, keine Ahnung, wozu das gut sein soll. C+, würde ich jetzt denken, wegen Vitamin C, was dann ja auch wiederum die Aufhellung geben soll. Das ist ein schönes Produkt, was wahrscheinlich auch gar nicht mal so günstig ist. Haben wir hier in einem Tübchen drin enthalten. Sehr, 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 sehr cool. Da freut man sich doch einfach drüber, wenn es drin ist, oder? Ja. Farblich gesehen ist das auch gerade eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ne, ihr habt es ja auch quasi verfolgen können. Es fing erst so mit Orange an und jetzt geht es so Richtung Grün. Also die Produkte passen farblich irgendwie dann so reihenfolgentechnisch zueinander. Ich glaube, da hat sich jemand Gedanken gemacht, als der Adventskalender gepackt wurde. Mal gucken, welche Farbe dann so als nächstes hier so kommt. Auch relativ groß, Nummer 19, Skincare-Profi, Spatel zum professionellen Auftragen von Hautpflege. Okay, das ist jetzt natürlich... süß. Ah, aber das ist so ein Maskenpinsel. Mhm, da hatte ich auch schon mehrere Mal von. Bin ich jetzt nicht so ultra Fan von. Ne? Also ich mag das halt ganz gerne, wenn ich halt so Foundation-Pinsel ausrangiere und zweckentfremde und die dann halt für meine Gesichtsmasken einfach verwende. Also quasi mit Pinselhärchen. Kannst du mit sowas natürlich auch machen. Ist so ein Gummivieh, ne? Der frisst halt auch kein Produkt, was per se echt schön ist. Und damit kannst du ganz toll deine Maske auftragen. Ja. Also eigentlich gut. Ich persönlich bevorzuge halt eher andere Formen. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich jetzt auch die Nummer 20. Dr. Susanne von Schmiedeberg ist ja auch drin. L-Carnosin. Das ist ehrlich gesagt schade, dass sie das dann doch so explizit hier draufschreiben. Ne? Denn ich mache das ganz gerne, dass ich diese Adventskalender zur Wiederverwendung auch weitergebe oder selber weiterverwende. Und dann ist es schade, wenn halt das so hinten drauf steht. Ne? Egal, da muss man halt kreativ sein und was drüber basteln. Dr. Susanne von Schmiedeberg, Derma Cosmetics ist nicht günstig. L-Carnosin, Anti-AGE, also Anti-Age, aber das AGE steht für andere Dinge. Creme für trockene Haut, da sind 20 Milliliter drin. Ja, eine Gesichtscreme hatten wir jetzt auch so noch gar nicht, ne? Deswegen passt es auch ganz gut. Ja, schön. Die Nummer 21. Ah, hier haben wir so ein kleines Beutelchen drin. Also das hier ist für mich das ultimative Party-Portemonnaie. Weil größer muss das nicht sein, ne? Da kriegst du deinen Hausschlüssel rein, du kriegst da dein Bargeld rein, fertig ist die Laube. In einem wunderschönen Mintgrün, das mag ich auch tatsächlich sehr gerne leiden. Das ist schön frisch. Ist ja halt ein Reißverschluss, ne? Kannst du hier so für Sachen rein. Ich find's cool. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man dann irgendwie beim Weihnachtsmarkt unterwegs ist, dass man das so mitnehmen kann. Die zweite und letzte Schnapszahl, da habe ich hier die Nummer 22. Auch hier wieder Beauty von Yves Rocher drin enthalten. Elixir Botanique, regenerierendes Serum Nacht, Melatonin-Effekt mit sauerstoffspendenden Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus der Bretagne. 30 Milliliter sind hier drin und Yves Rocher ist eine Marke, mit der bin ich halt auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, groß geworden, aufgewachsen, wie auch immer. Habe ich immer gerne verwendet. Ja, ne?
Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Melatonin kenne ich persönlich nicht so als Hautpflege, sondern tatsächlich zum Einnehmen, damit man besser schlafen kann. Aber gut, ja, dann kann die Haut über Nacht halt regenerieren wahrscheinlich einfach, ne? Der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember, was dürfen wir da wohl noch machen? Da haben wir jetzt auch einen Pool wahrscheinlich drin. Ja, hübsch. Ich bin kein Armbandmann. Mensch, Armband, Mensch, 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 ne? Aber das finde ich hübsch. Ja, ich habe keine schmalen Arme, das kann man sich dann halt biegen und umtun. Aber das mag ich eigentlich echt gerne leiden, Leute. Oder? Da kann man sich halt zurechtbiegen. Ich habe keine schmalen Arme. Ne? Also ich denke, andere könnten sich das bis Ultimo halt durch die Gegend schieben. Ich mag das gerne leiden. Und wir haben auch hier noch gar nicht so ultimativ viel Schmuck oder sowas drin gehabt. Cool finde ich auch, dass es Gold ist, weil das passt halt zu diesem weihnachtlichen Design, ne? Ja, also ich finde es gut. Wahnsinn. Okay, 24, da haben wir jetzt die Auslieferungsstelle und die Lady. Ja, ja, wenn ich grüne Ohrringe anhätte, ne? Das könnte mein Zwilling sein. Jetzt so auch mit dem Mützchen und so. Läuft bei uns. Ah, geil, ich mag's. Okay, und Gretel. Nein, Tagaro Lipstick. Nein. Das finde ich ja cool. Okay, du hast dann hier bis zum 31.12.2022, was dann ja ab dem 24. Dezember nicht mehr allzu weit entfernt ist, einen 10-Euro-Gutschein mit dem Code MLB in großgeschrieben, X in kleingeschrieben, UG großgeschrieben, also My Little Box X und Gretel, ne? Dann wahrscheinlich auch auf der Homepage selber ab einem Einkaufswert von 30 Euro, nicht auf Sets und Gutscheine anwendbar, halt den 10-Euro-Gutschein, was ich nett finde tatsächlich, weil um Gretel ist sackenteuer. Wir hatten auch noch keinen Lippi, nee. Und ein Lippi gehört auch in den Adventskalender rein. Das ist die Farbe 8 Red Poppy. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Irgendwo hatte ich letztens auch von Und Gretel auch einen Lippenstift mit dabei. Aber es war, glaube ich, nicht in einem Adventskalender. Und das war eher so ein Pinktönchen. War das in der My Little Box? Ich weiß es gerade nicht. Mochte ich sehr, sehr gerne. Vor allem auch von der Konsistenz her, ne? Und ja, ich weiß, es ist dann der für mich wahrscheinlich 5 milliardenste rote Lippenstift, aber das ist ein schönes Rot. Das ist kein klassisches, dieses Weihnachtsrot, ne? Sondern das ist tatsächlich ein bisschen bräunlicher. Das ist sehr tragbar. Leute, das mag ich. Das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ein bisschen Diva-mäßig, aber halt nicht zu krass. Ich finde das schön. Also das ist für mich eine gelungene 24, wundervoll zum Heiligabend, Leute. Ich habe letztes Jahr schon gesagt und auch gedacht, dass es total wahnsinnig cool ist, was in dem Adventskalender drin ist. Und ich muss es dieses Jahr nochmal toppen. Ich bin überwältigt. Weil man könnte ja theoretisch für 55 Euro diesen Adventskalender kaufen, der so wunderschön gestaltet ist. Also dieses Liebevolle von My Little Box ist einmalig, finde ich. Dann hast du hier echt coole Produkte drin. Aus allen möglichen, du hast hier nicht wirklich Doppelung oder sowas mit dabei. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, total cool. Du hast dieses Storytelling und dieses Verspielte, was die My Little Box halt ausmacht, ne, mit den Accessoires. Du hast aber auch gleichzeitig diese teuren, hochpreisigen Marken. Du hast hier Barbour mit dabei, du hast hier und Gretel mit dabei. Dann hast du hier ein Parfum auch mit am Start. Und ich weiß nicht, ich finde den Adventskalender, das ist 55 Euro, Leute. Das ist einer der besten Adventskalender, die ich bisher auf diesem Kanal vorgestellt habe. Ich bin überwältigt. Wirklich. Sehr glücklich damit und beglückwünsche My Little Box tatsächlich auch dieses Jahr, so coole Kooperationspartner mit ins Boot geholt zu haben, dass sie den Adventskalender so gut gestalten konnten. Ne? Wahnsinn. Also Hut ab, tatsächlich. Aber ich lasse ihn jetzt auf, weil ich drehe gleich noch ein bisschen weiter. Ne? Ihr Lieben, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so fandet. Ich bin, wie ihr merkt, echt überwältigt. Und ja, dann war es das auch hier von mir und dem My Little Beauty, My Little Box Adventskalender. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Box, der Adventskalender. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!